Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Thorsten, das ist mein Kanal, Thorsten seine Welt. Heute will ich euch mal ein paar Pflanzen noch vorstellen, die ich mir gekauft habe. Und zwar kommen die oben in meinen großen Becken rein. Dort hatte ich ja eigentlich relativ Pflanzen, die so ein bisschen empfindlich auch waren gegenüber von der Krebse. Zeitlang ging es relativ gut mit der Krebse, da sie sich ja mittlerweile auch ein bisschen vermehrt haben. Da drinnen kommt es schon ab und zu vor, dass sie sich an den Pflanzen zu schaffen machen. Also jetzt habe ich mich mal entschieden, so ein bisschen was Robustes reinzusetzen, auch mal was anderes von der Optik her, ein paar Blattpflanzen. Aber wir legen los nach dem Intro. Hier sehen wir sie jetzt. Ich mache die mal vorher mal in einen Eimer rein. Und zwar aus den einfachen Gründen, weil es da wirklich dann so Ungeziefer mit drin ist oder sonst welche Sachen. Was nicht ein Becken haben will, ist es nicht schlecht, wenn man so ein bisschen vorwässert. Das sind nur ein paar Tage. Ich zeige euch das mal. Das ist hier die, der mit lateinischen Namen, die so ist. Werde ich am besten einfach mal die Namen so einblenden. Sehen wir noch so eine Pflanzen hier, die dann im Topf mit Meeren schon drin sind. Entweder vereinzelt man sie, versetzt sie dann so ein bisschen im Aquarium rein und dort auch immer so ein bisschen die Blätter entfernen. Am unteren Stängel. Manche schneiden die gerade die Stängelpflanzen komplett zurück, das heißt nur so. Also ich mache es meistens nicht. Oder sagen wir mal so, vielmehr überhaupt nicht. Genau dasselbe Prinzip. Ich hoffe mal, dass die Krebse da nicht rangehen an die Pflanzen. Aber darüber werde ich euch dann berichten, ob es funktioniert mit den Krebs oder nicht. Denn mittlerweile wieder liegt es dran, weil ich ja sehr stark vermehrt habe und ich jetzt erst die Krebs abgegeben habe, dass es effektiv zu viele waren und dass sie deswegen an den Pflanzen rangegangen sind. Denn vorher hatte ich eigentlich nicht die Probleme gehabt,
dass die blauen Florida-Krebse sich an den Pflanzen befressen haben oder abgeschnitten haben, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat es gefallen, kleine Filmchen.
mit den Pflanzen. Becken sieht natürlich jetzt wieder ein bisschen anders aus. Ich finde immer viele Pflanzen, Becken sind allgemein eindrucksvoll schön. Erstmal wird die Wasserqualität dann verbessert. Aber wie schon gesehen, die anderen gammeln so viele rum. Die liegt höchstwahrscheinlich dran. Ich hatte so ein bisschen CO2 zurückgedrosselt. Das werde ich jetzt wieder ein bisschen hochfahren. Jetzt kommt auch wieder mal Eisendünger mit dazu, weil ich eine Zeit lang hatte ich nur einen Universaldünger gehabt, nicht mit extra Eisen. Und deswegen nehme ich an, dass das daran liegt, dass so welche manche Pflanzen mögen es oder mögen es nicht. Gerade die schnell wachsenden Pflanzen brauchen auch viele Nährstoffe, sind wenig Nährstoffe und wachsen, fangen es an zu mäkeln. Jetzt habe ich mich entschieden für die Pflanzen, sind ja relativ langsam wachsende Pflanzen. Und wer langsam wächst, braucht auch weniger Nährstoffe, braucht weniger Licht, weniger CO. Mal gucken, was passiert. Oder was soll ich sagen? Wenn gar nicht, wenn das immer noch ist, dann werde ich mir wirklich mal noch so einen Messkoffer holen, wo ich die ganzen Wasserwerte bestimmen kann und werde mal durchgehen. Darüber kommt dann aber auch ein Filmchen, wenn das soweit ist. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Natürlich einen Daumen nach oben, würde ich mich wieder freuen. Aber für die ganz Neuen, die auf meinem Kanal sind, erstmal herzlich willkommen. Und bleibt gesund, Thorsten und seine Welt. Ciao.